Hallo. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Martin D. Heute haben wir wieder jemanden hier, also ich habe jemanden hier und zwar den Tobi und wir machen heute eine, ja, 5 Minuten Terrine, fertig, Tüten, Suppen, Essen, mega geniales, mega geiles Essen, Challenge. Hashtag Magi, Hashtag Knorr, Hashtag Funny. Wir waren einkaufen und haben diverse 5 Minuten Terrinen, Currynudelsuppe und sämtlich anderes Zeug gekauft. Und wir beurteilen jetzt, die, ob es schmeckt oder nicht. Okay, das ist jetzt hier Kartoffel. Snack mit Röstzwiebeln und Croutons. Gesundheit. Okay, also füllen wir ein. Aber stopp. Wow, es wird schon voll. Schaut euch das an. Wie das duftet. Nicht künstlich, gar nicht. Wow. Also, es muss jetzt 3 Minuten ziehen. Wir sehen uns in 3 Minuten wieder. Bis gleich. Hier, so schaut es aus. Hier. Es riecht gut. Mhm. Und? Na gut. Ist von Funny. Können wir weiterempfehlen. Also für einen Snack, für zwischendurch, das ist echt eine gute Alternative. Dann geht's weiter mit Spaghetti Bolognese. Nudeln in Waldpelz-Rahmsoße. Hört sich gut an. Also ich mit Fleisch, weil er ist Vegetarier. Er ist kein Fleisch. Ich weiß, ich bin... Sag nichts Falsches. Ich esse Fleisch, also er aber nicht. Oh, ist das verdammt nochmal heiß. Also man muss aufpassen, dass man sich die Fresse, die Finger nicht verbrennt. Achso, ja, jetzt lasse ich mal 5 Minuten laufen. Vielleicht machen wir derweil noch die anderen gleich. Ein Liter Wasser ist noch in dem tollen Wasserkocher drin. Also ich mache jetzt Spaghetti in cremiger Schinkensoße. Spaghetti in cremiger Schinkensoße. Mach. Nudelcup, Curry. Und sind zwei Tütchen. Spaghetti Bolognese riecht eigentlich ganz gut, muss ich sagen. So, dann schauen wir doch mal, was die Nudeln in Waldpilz-Rahmsoße so machen. Sehen gut aus. Gute Geschmacksverstärker. Es sind eigentlich Geschmacksverstärker drin. Hefeextrakt ist auch Geschmacksverstärker, soweit ich weiß. Hier haben wir jetzt den Hühnernudeltopf. Das Spaghetti in Käse-Sahne-Soße. Hört sich auf jeden Fall sehr lecker an. Ich glaube, Cut. Martin, wo bist du? Sie. Mein Gott. Hier Spaghetti Bolognese, ich probiere das jetzt mal. So, ich habe hier Nudeln in Waldpilz-Rahmsoße. Schon gut. Also diese Spaghetti Bolognese schmeckt tomatig. Fazit von Bolognese schmeckt wirklich gut. Was ist dein Fazit zur Nudeln in Waldpilz-Rahmsoße? Positiv, finde ich ganz gut für zwischendurch. Echt. So, ich habe Nudelcup Curry. Und ich habe hier Spaghetti in cremiger Schinkensoße. Spaghetti. 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 Ich probiere mal. Nee. Das schmeckt echt fad. Und das schmeckt hier nach Pappe irgendwie. Schmeckt irgendwie nach Kotze. So, dann geht's weiter. Ich habe hier den Hühnernudeltopf. Ich habe hier Spaghetti in Käse-Sahne-Soße. Naja. Also dieses Hühnernudeltopf schmeckt scheiße. Es schmeckt nach Käse auf jeden Fall. So, als nächstes kommt nochmal eine Käse-Sahne-Soße. Aber diesmal von Knorr. Mal schauen. Und bei mir gibt's Kartoffelbrei mit Fleischklößchen. Danach machen wir Brokkoli-Nudelkopf. Und bei mir gibt's Nudelcup Duck Taste. Was tut man da rein? Beides. Du wärst so dumm. Moment, ich muss hier kurz das Pulver zusammentun. Er schmeckt. Das schmeckt gut. Nudelcup Duck von Maggi ist gut. Käse, Sahne, Soße, Pasta-Snack. Es riecht nach Sahne einfach nur. Und hier haben wir Brokkoli-Nudeltopf. Also ganz ehrlich, es riecht wie Spülmittel. Riech mal.
Das schmeckt ganz gut, aber ich glaube, das Wasser war ein bisschen zu kalt. Schwierig. Ganz schwierig. Sorry, but nein. Also Brokkoli-Nudeltopf. Nicht gut, nicht kaum. Käse-Sahnesoße von Knorr ist okay. So, ich habe jetzt hier Kartoffelbrei mit Fleischbällchen von Maggi. Maggi macht das Kochen Spaß. Maggi. Riecht nach Kartoffeln. Die Fleischbällchen sind ein bisschen trocken. Das schmeckt okay. Ich habe jetzt hier noch die heiße Tasse Suppe. Spargelcremesuppe. Mhm. Und? Also wirklich. Das schmeckt ganz gut. Der D-Punkt. Bitte wässrig. Ja. Also probiert's ja mal. Ja. Ist ganz gut. Jetzt kommen wir zu unserem Favoriten. Mein Favorite. Spaghetti Bolognese von Maggi. Und von Fanny. Der Kartoffelbrei, wo ist der? Hier. Der ist ja leer. Hä? Wieso ist der leer? Wie kann das sein? Wann hast du den gegessen? Der ist leer. Na toll, ich wollte noch was essen. Der war lecker, mega geil. Der war echt gut. Kartoffel, der ist leer. Das Fazit der ganzen Geschichte ist, es gibt echt leckere Sachen. Man muss aufpassen ein bisschen, was man nimmt. Also diese Asia, Magic Asia waren ganz gut von Maggi. Die Pfanne Kartoffelsnack mit den Croutons war sehr lecker, fand ich jetzt zumindest. Ja doch. War echt gut. Und für mich auch noch die Spaghetti Bolognese. Ja, das war's jetzt. Ich hoffe, ihr habt mal einen Einblick gehabt in die ganzen 5 Minuten Terminen Fertigprodukte von Maggi und auch Knorr. Und Fanny, mich wirkt die ganze Zeit, weil wir jetzt so viel durcheinander probiert haben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ihr konntet was daraus lernen. Gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert mich. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und ich sage jetzt einfach nur, hier unten ist eine Nudel auf meiner Hose. Cool. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Adios, meine Lieben. Ich esse jetzt noch die Bolo.